Herzlich willkommen bei Musiker TV, der Mario, ich grüße euch. Heute geht es um das Moore GE 150. Das Moore GE 150 kombiniert ein Maximum an Funktionen mit größtmöglicher Transportfähigkeit, um so zum neuen Standard für mobile Recording-Lösungen zu werden. Insgesamt stehen 55 digitale Verstärkermodelle zur Verfügung, um mit der nonlinearen Amp-Modeling-Technologie von Moore ein extrem breites Spektrum an unterschiedlichen Sounds zu bieten. Zusätzlich verfügt das GE 150 über 155 verschiedene Effekte, von denen bis zu 9 gleichzeitig genutzt werden können. Wie alle anderen Modelle der GE-Serie kommt das GE 150 mit einem voll ausgestatteten IR-Loader, um Impulsresponses von Drittanbietern nutzen zu können. Über den Micro-USB-Output kann das GE 150 als Audio-Interface für kompatible Smartphones und Pads eingesetzt werden. Für die Verbindung mit einem Computer steht ein zusätzlicher USB-Anschluss zur Verfügung. Neben all diesen Features kommt das GE 150 mit einem integrierten Stimmgerät, 40 Drumtracks, 10 Metronom-Optionen, einem Looper mit einer maximalen Looptime von 80 Sekunden, einem AUX-Input sowie programmierbare Fußschaltern und vorinstallierte Presets. Ich habe das Pedal jetzt angeschlossen und erkläre nochmal ganz kurz die Bedienelemente. Es gibt hier in der Mitte 6 Kontrolltasten, einmal Play, Save, Expression zum Einstellen des Expression Pedals, die Rhythmussektion, ein Tab-Taster und einmal System. Hier können globale Einstellungen vorgenommen werden. Es gibt 2 große Regler zur Menüführung. Einmal Mode. Hier kann man drehen und durch die Effekte wandern. Es ist auch eine Tasterfunktion, hier kann man den Effekt aus- und einschalten. Mit dem Value-Drehschalter gelangt man in die Parameter und kann hier Einstellungen vornehmen. Links außen befindet sich der Master-Volume-Regler. Wir haben hier 2 Taster, mit denen man die Presets anwählen kann. Es gibt einen Tuner on board. Sehr praktisch und ganz cool eine Looper-Funktion. Hier kann man auch in Kombination mit der Rhythmusfunktion erste Songideen einfangen. Darauf werde ich später noch eingehen. Und hier das Expression Pedal. Ich spiele jetzt mal ein paar Presets an. Ich habe das Pedal jetzt auch per USB mit dem PC verbunden. So kann man hier auch an der zugehörigen Software verfolgen, welches Preset gespielt wird. Thank you.
Ich zeige jetzt mal die Rhythmussektion. Es gibt insgesamt 40 Drum-Pattern und 10 Metronom-Optionen und anschließend den Looper, den ich zusammen mit der Rhythmussektion nutze. Ich zeige jetzt die zugehörige Software, die ist ganz übersichtlich aufgebaut. Wir haben hier ganz links die ganzen Presets, die sich auf dem Pedal befinden. Es sind insgesamt 200 Stück, die kann ich hier natürlich direkt auswählen. Daneben habe ich hier in diesem Bereich die Presets, die ich auf dem PC kopiert habe. Hier unten werden alle aktiven Effekte angezeigt. Ich kann hier natürlich auch die Parameter verändern und auch abspeichern.
kann Impulsresponse-Dateien von Drittanbietern laden. Das geht wie folgt. Ich gehe hier auf Cabinet. Ich habe hier schon mal eine Datei vorbereitet. Über diese Funktion könnt ihr also auch Impuls-Response-Dateien von Drittanbietern laden. Ihr könnt hier, wie gesagt, man wird dann natürlich nochmal gefragt, ob man das Preset so abspeichern möchte oder nicht. Ich sage jetzt mal nein. Ihr könnt auch Presets auf den PC ziehen und mit anderen Musikkollegen dann austauschen. Ihr könnt aber auch andersrum fertige Presets vom PC auf das Pedal laden. Das war's von Musiker TV zum Moor GE 150. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, das würde mich freuen. Wenn ihr Fragen haben solltet, hinterlasst einfach eine Nachricht unter dem Video. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.